Ich weiß, dass viele von euch hier drin, aber auch viele von euch da draußen, die Klickzahlen werden jetzt immer größer, Jonas Andrulis unbedingt erwarten. Das könnte man jetzt als Scoop bezeichnen, dass in diesen Wochen, darüber hat Alois ja eben schon gesprochen, in denen wir so viele Veränderungen erleben, in unglaublicher Geschwindigkeit, Jonas jetzt hier ist. Es geht um folgende Frage. Das Thema heißt Correctness, Complexity and Collaborations, a new era of AI. Wie können wir es schaffen, angesichts der Entwicklung, gerade eben in Europa, eine Antwort auf das zu finden, was inzwischen, wir wissen es ja, ChatGPT, seit ChatGPT 4 haben sich da die Türen geschlossen und vieles, was sich entwickelt, wird von uns nicht eins zu eins unbedingt immer nachvollzogen. Jetzt ist es so, dass Aleph Alpha, darum geht es jetzt nämlich, gelungen ist, eine Erweiterung des hauseigenen Sprachmodells Luminous aufzusetzen. Was hat das für einen Effekt? Dadurch können jetzt Zusammenhänge in Informationen auf der Basis von gesicherten, und das ist das wichtige Wort und die wichtige Eigenschaft da drin, Fakten nachvollzogen werden. Und es kann sichtbar gemacht werden, welche Textstellen in einer Quelle die eben generierte Antwort verursacht haben oder welche anderen Fakten gegebenenfalls im Widerspruch dazu stehen. Das empfinden, glaube ich, viele von euch als einen unglaublichen Quantensprung. Und wie das dazu führen kann, dass wir eben ein neues Paradigma, könnte man fast sagen, in der Bildung aufmachen, in der Kollaboration mit der Co-Pilotin AI, das wollen wir jetzt erfahren. Drei Worte noch zu Jonas selbst. Er hat sein drittes AI-Startup Aleph Alpha in Heidelberg 2019 gegründet. Er hat, wenn die Zahl noch aktuell ist, roundabout 28 Millionen Euro von Deep Tech Investors zusammengesammelt, was in Deutschland auch als an sich schon als ein wirklicher Erfolg gelten kann. Und es geht jetzt um die Frage von dem, wie es in Zukunft weitergehen kann. Herzlich willkommen auf dieser fantastischen Bühne, Jonas Andrulis. Die Bühne gehört dir und eure Fragen bitte übers Digitale und im Raum sind total willkommen. Jonas, too great to have you. Fantastisch. Hallo. Klasse. Danke für die Anwesenheit und den Applaus. Schauen wir uns mal ein paar Sachen an in dem Kontext, wo ich glaube ich niemanden mehr überzeugen muss. Wir sind in der industriellen Revolution. Die zeichnen sich immer durch so J-Kurven aus. Also am Anfang geht es immer lange, recht gemächlich und auf einmal sind wir quasi in der Biegung und es wird turbulent. Turbulent ist es sicherlich geworden jetzt die letzten Wochen. Aber die Frage ist sicherlich, geht es noch weiter, wird es jetzt noch schneller? Ist, glaube ich, eine Frage, wo es verschiedene Antworten dazu gibt. Und hier eine Zahl von der Open Philanthropy Stiftung, dass im Jahr 2030 50% dessen, was wir jetzt als Arbeit bezeichnen, von KI eben transformiert wird und ganz neu gedacht werden kann. Ich glaube, da sehen wir jetzt schon so ein paar Indizien, wobei viel von dem, was wir ja jetzt aktuell noch sehen, ist immer noch sehr oberflächlich, ist irgendwie Copywriting oder Chatbots oder so. Ja. Da sage ich gleich nachher nochmal ein bisschen was dazu. Zu unseren Modellen nur ganz kurz. Benchmarks sind langweilig, ich weiß, das sind auf der linken Seite unsere Benchmarks, die Kombination aus vielen Benchmarks sind und auf der rechten Seite der Helm-Benchmark von Stanford. Was uns da besonders gefallen hat, ist, dass wir hier in einem Stanford-Benchmark unser 30-Milliarden-Parameter-Modell, das 50-Milliarden-Parameter-Modell von Cohere outperformt hat und das 70 Milliarden Luminous Supreme, das Da Vinci, also das GPT-3 Da Vinci outperformt hat. Benchmarks sind aber mit Vorsicht zu genießen, also nicht überbewerten diese Benchmarks. Warum sind Modellgrößen eigentlich so wichtig? Das habe ich mitgebracht, weil das oft gar nicht mehr so richtig erwähnt wird. Klar, größer ist besser und so, aber was da eigentlich wirklich der besondere Kern dahinter ist, warum 20 Milliarden für OpenAI irgendwo jemand macht, ist diese Grafik hier. Und was wir hier auf der Grafik sehen, ist auf der X-Achse sehen wir die Rechenleistung, die in KI-Systeme gesteckt wird und auf der Y-Achse den Loss, also je tiefer, desto gut ist das Modell. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass es da keine Grenze gibt. Also je mehr Rechenleistung ich, die Farbe ist die Größe des Modells, ja, also ich muss die Modelle immer größer machen, aber es gibt überhaupt keine Grenze, das geht mehr oder weniger linear nach unten. Und
das ist, was das bedeutet, ist intuitiv vielleicht auch klar, Intelligenz hat keine obere Grenze. Das ist aber besonders, weil das unterscheidet diese Technologie von so ziemlich aller Technologie, die es sonst gibt. Wenn ich irgendeine andere Technologie baue, ich baue ein Logistikplanungssystem oder ein Zeiterfassungssystem oder so, ja, dann habe ich irgendwann das Problem gelöst. Und dann habe ich den Wert geschaffen und erzeugt, den ich durch diese Technologie lösen kann. Und zusätzliche, also dann einfach das Zehnfache nochmal an Ressourcen in das Produkt zu stecken, macht keinen Sinn, weil das Problem ist gelöst. Und das ist hier eben anders, weil Intelligenz immer mehr zunimmt oder halt zumindest Loss hier. Da kann man darüber diskutieren, ob Loss jetzt wirklich Intelligenz ist, aber zumindest die Fähigkeiten, die diese Modelle haben, nehmen stetig zu. Und das sind die sogenannten Scaling Laws. Und die Scaling Laws sind genau der Grund, warum jetzt gerade Bestellungen von gigantischen Mengen GPUs ausgelöst werden. Weil eben die Firmen sagen, es lohnt, 10 Milliarden, 20 Milliarden in diese Modelle zu investieren, weil wir sind dann der Erste, der auf einem gewissen Loss ist. Hier ist ein praktisches Beispiel, was das bedeuten kann. Katze in Amt und Würden. Unser Modell versteht ja multimodale Daten. Das heißt, zeigt man jetzt dieses Bild unserem Modell und fragt, if this cat were elected, its first order of business would be to. Und fragt man unser kleinstes Modell, kommt als Antwort, make sure the economy is strong. Wo ich sagen würde, ist passende Antwort, ja, also it's the economy stupid, also das geht natürlich immer. Fragt man aber unser größeres Modell, sagt es, declare war on the dog. Ja. Und was das ein bisschen anschaulich zeigt, ist, je größer die Modelle werden, desto eher sind sie in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen oder Dinge zu verstehen, die nicht super offensichtlich sind, die nicht anhand von speziellen Schlüsselworten erkannt werden können. Auch Dinge wie Humor und Ironie. Ja. Also all diese Dinge, die eigentlich die Finesse der menschlichen Kommunikation ausmachen, die sehen wir in größeren Modellen deutlich stärker ausgeprägt. So ein paar technische Daten. Man sieht ja, das erste ist mit 64 GPUs und das zweite mit 256 GPUs trainiert worden. Also was machen wir? Einfach immer größer die Dinger, oder? Gib ihm. Ja. Und das ist ein lustiges Comic, der so in der Machine Learning Research Community seit einiger Zeit rumgeistert, wo man eben sagt, in der Zeit vorher noch aus den Anfängen der Deep Learnings, da waren Innovationen im Deep Learning geprägt von tiefer Mathematik und besonderen Aktivierungsfunktionen und analytischen Überlegungen und so. Und heute sind Innovationen im Deep Learning, wir haben einfach noch mehr GPUs gekauft. Ganz so einfach ist es dann auch nicht, aber es ist zumindest ein Teil der Treiber dessen, was wir gerade sehen. Und das hat auch Pedro Domingos hier ganz passend bemerkt, wo er sagt, die Rechenleistung in neue Modelle sieht selbst auf einer Exponentialskala exponential aus. Also da geht's wild ab. Und das ist schon eine alte Grafik, also ich kann euch bestätigen, das ist ungebrochen, dieser Trend. Was bedeutet denn das für Wahrheit? Was bedeutet das für Vertrauen? Was bedeutet das für Verantwortung, die wir haben? Und eine interessante, das müsst ihr jetzt nicht durchlesen, ich bringe die Kernaussage, ist das, was wir gerade vorhin gesehen haben mit dem Loss. Der Loss geht also immer weiter runter. Das ist eine Metrik, die, und das ist eigentlich der große Überraschung auch gewesen, die in der Lage ist, Dinge einzufangen, die wir dort nicht vermutet hätten. Wo man eben sagt, ganz einfach, offensichtlich, der Loss fängt an zu lernen, was gibt es für Worte, was gibt es für grammatische Redewendungen, wie passen Sätze und Worte nebeneinander. Aber je größer ich die Modelle mache, desto eher ist auch was ganz Besonderes im Loss drin. Also Philosophie und Humor und besondere logische Überlegungen, die sind alle in dem Loss drin. Nur der Beitrag über die gesamten Trainingsdaten wird eben immer kleiner.
Und deswegen funktioniert das. Hier ist ein schönes Beispiel von ChatGPT gefragt, auf welchem Kontinent der Attentäter Lincolns zum Zeitpunkt des Attentates war. ChatGPT kennt den Attentäter Lincolns, sagt John Wilkes Booth, weiß auch, wo das Attentat stattgefunden hat, im Ford Theater, sagt dann aber, ich weiß nicht genau, wo der Attentäter war. Kann also die Frage nicht beantworten. Und das ist interessant, das wäre im Menschen nicht passiert. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir hier eine Art der Intelligenz haben, die aber nicht genauso funktioniert wie die menschliche Intelligenz. Sie hat in vielen, vielen Beispielen sehr ähnliche Effekte, aber das, was dahinter steht, ist nicht ganz identisch. Und das, glaube ich, müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Und hier ist ein Gespräch mit ChatGPT über mich selbst, wo ich gefragt habe, was meine wesentlichen Contributions bei Apple waren. Und sagt er erst, weiß ich nicht genau, ich brauche mehr Info. Dann gebe ich ihm mehr richtige Info und sage, I joined 2016 in the R&D Special Projects Group. Und dann kommt so ein bisschen richtige Information über Special Projects. Aber es kommt eben auch die Behauptung, dass ich Senior Software Engineer gewesen sei. Und das ist falsch. Ja, also das liest sich alles sehr plausibel. Natürlich gibt es in Special Projects sehr viele Senior Software Engineers. Ich glaube keiner davon. Und dann habe ich mich gefragt, wo kommt denn das her? Hat er das irgendwo gefunden oder was? Und dann habe ich einfach nach Senior Software Engineer Jonas Androulis und Apple gegoogelt. Ich habe gesagt, steht das irgendwo falsch? Nee, steht nirgendwo falsch. Das Einzige, was wir hier gefunden haben, ist so eine Speakers Overview from VR Developers. Da war auch jemand anders Senior Software Engineer, aber nicht ich. Ja, das heißt, das ist nicht nur plausibler Quatsch, es ist auch noch etwas, was nirgendwo falsch steht. Was können wir jetzt also machen? Und das ist jetzt ein Paper, was wir kürzlich veröffentlicht haben, was uns in die Lage versetzt, den Fluss und die Herkunft alles faktischen Wissens nachvollziehbar zu machen. Hier quasi in der Testoberfläche ein Sifted-Artikel und jetzt frage ich hier unten, in what city are the headquarters of Aleph Alpha? Dann sagt unser Modell Heidelberg, Germany. Wenig überraschend. Jetzt kann ich aber auf das Heidelberg klicken und sagen, wo kommt denn die Information her? Woher weiß ich das denn, dass auch das stimmt? Und jetzt wird hier markiert dieser eine Satz, the German startup located in the picturesque German city Heidelberg. Das heißt hier, dieses Wort Heidelberg wird jetzt markiert und sagt, da kommt das jetzt her. Jetzt kann ich natürlich sagen, gut, Heidelberg mit Heidelberg matchen ist jetzt nicht unbedingt die hohe Kunst der KI, ja, das brauche ich vielleicht kein Deep Neural Network dafür. Hier gibt es aber noch einen anderen Teil in dem Text, wo the City of Heidelberg, German Government, als Kunde genannt wird. Und da seht ihr hier, bei dem gibt es keinen Ausschlag. Also es ist nicht einfach nur ein Wort gematcht, sondern tatsächlich weiß, wo die Information herkommt. Und das sieht man jetzt auch hier. Wenn wir nämlich hier unser multimodales Modell fragen, describe this image, dann sagt es a beautiful sunset over a city. Und wenn wir uns jetzt angucken, wo die Information hierher kommt, dann seht ihr, dass Sunset hiermit bewiesen wird, also mit den Teilen des Bildes, und City mit den Teilen des Bildes. Ja, das heißt, wir können jetzt im kompletten multimodalen Raum oder im multimodalen Knowledge Space zeigen, wo faktische Information herkommt. Und damit dem Menschen Kontext geben und das Ganze eben sogar negativ. Jetzt haben wir hier dieses Bild und ich prompte the house number is und kriege dann 30. Und wenn ich sage, wo kommt das her, wo ist das bewiesen, dann sehen wir das auf der linken Seite mit dem roten Bereich. Und wenn ich jetzt die falsche Antwort vorgebe und sage, 50 soll die Antwort sein, dann kriege ich einen negativen Ausschlag. Ich kann also jetzt sehen, nicht nur sehen, woher kommt die richtige Information, sondern auch, habe ich irgendwelche conflicting information, habe ich irgendwelche Widersprüche in meiner Knowledge Base zu einer gewissen Aussage. Und das ist unglaublich mächtig. Wir haben den ersten Kunden, der das auch schon in ein Produkt eingebaut hat, sehr erfolgreich, wo wir jetzt in der Lage sind, dem Menschen den Kontext, und zwar positiv und negativ Kontext zu geben und wo wir weiterhin in der Lage sind, alle Halluzinationen abzudrehen, weil was ich nämlich genauso machen kann mit der Technologie, ich kann einfach dafür sorgen, dass alles, was nicht bewiesen ist, einfach nicht ausgegeben wird. Oder halt eben mit einem Disclaimer, wo ich sage, Achtung, ist eine Weltwissen-Aussage, könnte stimmen, muss aber nicht. Das heißt, der Mensch bewegt sich jetzt in eine andere Rolle. Der Mensch ist für mich der Orchestrator des Wissens und der Konzepte
und ist nicht mehr jemand, der halt irgendwie selber Worte reintippeln muss und selber Texte durchlesen muss, sondern der von der KI, von einem KI-Assistenzsystem in die Lage versetzt werden kann, diese Wissen, Beobachtungen, Konzepte zu mischen und zu orchestrieren und damit eben neues Wissen zusammenzusetzen, damit Prozesse zu steuern. Diese Form der Mensch-Maschine-Interaktion, da stehen wir gerade erst am Anfang. Also da gibt es jetzt erste Spielereien, die wir haben. Ja, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der lässt sich immer 5 bedeutsam unterschiedliche Vorschläge anzeigen und hat dann mit diesen 5 Vorschlägen jeweils mit den Verlinkungen in den Kontext, sagt er, allein das ist typischerweise schon so bereichernd, weil man immer irgendwelche Sachen noch selber nicht im Kopf hatte. Ja. Das sind neue Konzepte, wo wir auch wirklich, das können wir nicht alleine lösen, da brauchen wir unsere Partner und auch viel der Kreativität und Domänexpertise, die wir aktuell irgendwie über Partnerschaften und von Kunden bekommen. Und das, da wird es auch noch mehr geben im Sinne von, was einfach technisch möglich ist. Schauen wir noch einen kurzen Blick auf die Technologie und die Möglichkeiten, die wir vielleicht haben, jenseits der stochastischen Papageien. Also vielleicht noch eine Ergänzung zu den stochastischen Papageien. Was mir sehr gefallen hat, war ein Neurips-Panel, wo ich drauf war mit ein paar Researchern zum Thema Neuroscaling. Und eine Frage aus dem Publikum war, ist aber so, das ist ja überhaupt keine echte Intelligenz. Und zuerst war meine Antwort, ja, stimmt, ist keine echte Intelligenz, also es gibt ein paar wesentliche Unterschiede. Dann meinte aber einer der brillanten Researcher auf dem Panel, stimmt schon alles, ist keine echte Intelligenz, macht aber eigentlich keinen Unterschied, weil es im Effekt dennoch alle unsere Wertschöpfungsprozesse transformiert. Ja, also dieses Beispiel, was wir gerade gesehen haben mit dem Attentäter zum Beispiel, können wir jetzt sagen, ja, okay, das ist eindeutig etwas, was der Mensch vielleicht so nicht falsch gemacht hätte. Da sieht man, dass diese Maschinen gar nicht echt denken können. Macht aber nichts, weil wenn ich damit trotzdem alle Knowledge Work und alle informationsbasierten Wertschöpfungsprozesse radikal so umbauen kann, dass sie dann auf einmal irgendwie 5-mal so effizient sind, dann ist der Effekt trotzdem da. Und dann kann ich natürlich irgendwie akademisch sagen, ja, ist aber gar kein echtes Wissen oder gar kein echtes Denken, aber das hat dann im Effekt erstmal keine Wirkung. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann für Education und wie wir das in unsere Ausbildung, also wie wir Menschen besser darauf vorbereiten und wie wir das auch nutzen können in der Ausbildung. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, aber im Effekt macht das ein ganz neues Spektrum von Chancen auf. So, jetzt habe ich noch ein Paper mitgebracht, das ist jetzt ein bisschen älter, aber ich finde es immer noch enorm wesentlich. Was das Paper gemacht hat, ist einen synthetischen Datensatz gebaut, in dem Beobachtungen aus der Kombination von mathematischen Regeln entstanden sind. Also wir haben zufällig oder generierte mathematische Regeln und dann haben wir eine Menge von Beobachtungen, die Kombinationen dieser Regeln sind. Und das ist so ähnlich wie die Welt und Physik. Also wir nehmen ja die Welt wahr, wir beobachten Dinge, zum Beispiel der Apfel fällt runter. Und wir beobachten quasi nur den Effekt. Und dann stellen wir aber Überlegungen an, was die Ursache sein könnte für diesen Effekt. Und wir wollen den Effekt nicht auswendig lernen. Das, was KI, dieser stochastische Papagei macht, ist im Prinzip auswendig lernen. Ah ja, wenn so ein Muster besteht, wie ein Baum und ein Apfel und so, dann habe ich typischerweise diese Prediction. Also so quasi. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen herausfinden, was eigentlich der Kern der ganzen Sache ist, was dahinter steht. Wir wollen also die analytische Quelle der Beobachtungen erkunden und dafür Hypothesen aufbauen. Das ist Physik. Physik lernt nicht einfach nur anekdotisch auswendig, dass typischerweise Äpfel von Bäumen fallen, sondern Physik erklärt, warum das so ist und kann dann auch Vorhersagen treffen von anderen Massen, die sich dann anziehen können und Ähnliches. Und das ist so ein bisschen ist dieses Beispiel in einer sehr vereinfachten Form. Ich habe eben hier eine A-Operation und eine B-Operation und die verursachen gemeinsam ein Ergebnis. So
so sahen dann die tatsächlichen Trainingsdaten aus. Also eine riesige Tabelle, alles voll mit Variablen und ganz viele Lücken drin. Und die Aufgabe der KI hier war, diese Lücken zu füllen. Also kann ich, wenn ich den Apfel vom Baum habe fallen sehen, korrekt vorhersagen, wie sich zwei Massen an einem Pendel hängend gegenseitig anziehen. Also die Funktion, die generative Funktion der Beobachtung auf völlig neue Kombinationen übertragen und eben sehr viel leere Lücken. Also ich kann muss im Prinzip sehr viel füllen. Und was dann passiert ist, hier sind wir. So, das ist das Ergebnis. Und was wir hier sehen, sind zwei Kurven. Das eine ist ein Trainingsloss oder Trainingsaccuracy und das andere ist eine Validation Accuracy. Was das bedeutet, ist, wie gut kann das Modell die Trainingsdaten reproduzieren und wie gut kann das Modell Daten reproduzieren, die es nicht während des Trainings gesehen hat. Was wir hier sehen, ist relativ schnell, 10 hoch 2, geht der Loss auf, also geht die Accuracy auf 100% in den Trainingsdaten. Das heißt, das Modell hat relativ schnell die Trainingsdaten auswendig gelernt, ist aber in den Validation-Daten bei 0. Also hat keine Chance, kann ungesehene neue Beobachtungen nicht vorhersagen. Normalerweise würde man das jetzt abbrechen, das Experiment. Sagen, okay, gescheitert, hat auswendig gelernt, das war nicht das Ziel. Was die hier gemacht haben, ist es um Faktor 3 länger laufen, also 1000-mal länger laufen lassen, als man es hätte normalerweise gemacht. Und plötzlich begreift das Modell diese Zuordnungsvorschrift und kann das lösen. Plötzlich kann es diese neuen Beobachtungen, diese analytische Aufgabe lösen. Und das ist im Prinzip eine große Sache, wo wir uns die Frage stellen können, diese Leiter, dieses Pattern-Matching, wo führt uns das hin? Können diese Modelle prinzipiell analytisch lernen? Und es spricht einiges dafür, dass sie vielleicht können. Und da springe ich kurz drüber. Hier sehen wir die Wertschöpfung, die Economy und globale Wertschöpfung. Und den oberen Bereich ist so ein bisschen das, was wir sehen, wenn wir uns die jährliche Steigerung der Wirtschaftsleistung anschauen. Also jährliche Steigerung 2% oder so oder vielleicht 5%, je nachdem, wo wir sind. Das sieht ja alles nach einer gemütlichen Fortbewegung aus. Wenn wir allerdings zwei Schritte zurückgehen, dann sieht das Ganze so aus wie im unteren Bereich. Und wir sehen auch, dass es eine sich stetig beschleunigende Bewegung ist. Und hier mit KI entfernen wir viele von den Limits, die noch durch menschliche Arbeit gegeben sind. Das heißt, hier ist die ganz spannende Frage, wie geht es weiter in dieser Skala und wie können wir darauf positiv einwirken? Danke. Oh, Entschuldigung, Sekunde, ich bin gleich bei dir, Jonas. Oder das war jetzt so abrupt. Ja, soll ich herzlich willkommen zurück. Nee, wir haben noch 5 Minuten Fragemöglichkeiten. Selbstverständlich. Toll, dass die Hütte so voll ist. Eure Fragen mehr als willkommen. Gerne auch im Licht hier auf der linken Seite an diesem Mikrofon. Bitte, wenn du so lieb wärst, sonst wirst du im digitalen Raum nicht gehört. Oder wir kommen mit dem Mikro zu dir. Wenn du dich ganz kurz vorstellst und dann danke, Mira. Ja, hallo, ich bin der Tristan von AI Founders und meine Frage ist so ein bisschen, ich meine, man kann zum Beispiel, ein Ferrari ist ein schnelles Auto oder wenn man irgendwie bei der Formel 1 ausschaut, aber die sind nicht effektiv, weil wir die nicht auf der Straße sehen und weil die keiner nutzt. Du zeigst uns gerade ein Modell, das super gut ist. Wie viel nutzen denn überhaupt letztendlich eure Lösung? Also es gibt für jede... Wir haben, das größte Modell ist 300 Milliarden Parameter. Das ist doppelt so groß wie GPT-3. Um das zu betreiben, brauchst du 16, also um eine Instanz zu betreiben, 16 A100, 80 Gigabyte. Kannst du das mal übersetzen für alle da draußen, die das jetzt nicht einordnen können? Das kostet, also um die Hardware zu kaufen, um eine Version zu betreiben, das kostet ungefähr 500.000. Der Stromverbrauch dürfte ungefähr
5 Megawatt. Ratter, menschliches Denken. 10 Megawatt sein. Also ist ein Riesengerät. Und das ist quasi das größte Modell. Und dieses größte Modell, das macht natürlich nicht für jeden Anwendungsfall Sinn. Ja. Ja, das heißt, was du ja eigentlich machen willst, ist, du willst, deswegen haben wir Modelle in 4 Größenordnungen. Weil wir sagen, also wenn du einen Anwalt doppelt so effizient machen kannst, da ist brauchst quasi, du keinen. Ist, ja. Doch. Die Anwälte, dass keiner hört von den Anwälten hier. Also. Jetzt mal ernste Frage. Ja. Welches von den 4 Kindern, die du da zur Auswahl, bräuchte man dafür, für durchschnittliche AnwältInnen? Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, was du eben machen willst. Wenn du sagst, ich habe einen Standardvorgang, irgendwie Dieselskandal. Hast ja häufig bei Verträgen. Genau. Ja. So, dann brauchst du kein so großes Modell. Wenn du aber sagst, ich will sicherstellen, dass ein Hinweis, der in irgendwo einer E-Mail, die irgendwo in der Akte drin ist, richtig aufgenommen wird, dann schon. Und das ist eben genau die Frage, wo wir gemeinsam mit Partnern und Kunden dann uns anschauen und sagen, was ist hier notwendig und was ist hier sinnvoll? Also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und umgekehrt, sondern genau diese Passgenauigkeit. Genau. Aber für manche Sachen, also wenn ich Technologie habe, die einen Anwalt doppelt so effizient machen kann, dann ist das fast unbegrenzt Geld wert, weil Anwälte so teuer sind. Ja, glaube ich dir. Also deswegen diese Grenzkostenfrage. Ja. Wenn wir am Anfang, du sagst 500.000, da kann ich ja die Uhr nachstellen, dass ich das in kürzester Zeit, also nicht nur bei Anwälten, sondern im Prinzip in allen Bereichen, inklusive Bildung, rechnen wird. Ja. Genau, also das ist halt so ein Turbo für alle Wissensarbeit, die wir machen können. Jetzt haben wir hier doch tatsächlich noch eine Minute und 2 Fragen im digitalen Raum muss ich unbedingt stellen. Gibt es Restriktionen im AI Act, die Entwicklungen bei Aleph Alpha und wenn ja, wie beeinflussen würden? Ja, also der AI Act ist noch gar nicht fertig. Ja, haben wir eben drüber gesprochen. Der kommt jetzt in den Trialog und so. Wir sind im Austausch mit Brüssel und Berlin. Es gibt, wenn ich jetzt mal nur den aktuellen Entwurf nehme, gibt es natürlich einige Dinge, die uns direkt beeinflussen, aber eben nicht nur uns, sondern eigentlich den gesamten Wirtschaftsraum. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir natürlich als eigenes Startup überleben wollen, es geht auch darum, dass aktuell ganz viel unserer kreativen Energie von unseren AI-Vordenkern wird auf Regulierung gelenkt. Ja. Das heißt, wenn ich mit den irgendwie AI-Vorständen oder Zuständigen in Konzernen spreche, was ist eine der ersten Sachen? Regulierung. Wie werden wir compliant? Natürlich, klar. Das ist ja die Keule, die wir rausgeholt haben. Was die Leute aber vielleicht, was dann aber eben nicht passiert oder zu wenig, ist Innovation. Wie stelle ich mein Unternehmen, wie stelle ich Bildung, wie stelle ich soziale Themen für die nächste Generation auf? Ja, aber das scheint so wie so eine rote Linie zu sein, die wir in Europa immer betreten. Zwischen Sicherheit auf der einen Seite, Bedürfnis, was uns ja auch auszeichnet. Ich habe gerade, wenn das keine Desinformation ist, gelesen, dass die italienische Data Security Agency sich nach DSGV richtet. Also es gibt auch innereuropäisch offensichtlich das Bedürfnis, mal zu gucken, was Deutschland macht und sich daran zu orientieren. Auf der anderen Seite wird dadurch natürlich in der Innovation gehemmt werden. Genau. Das ist ja aber als Paradoxon gar nicht auflösbar. Nein, das ist ja auch offensichtlich, dass die Ressourcen ja von irgendwer kommen müssen. Jetzt müssen wir uns halt die Frage stellen, wir sind sowieso schon nicht auf den führenden Plätzen. Wir haben jetzt nicht unbedingt die größten Ressourcen oder die meisten AI-Experten. Wollen wir die jetzt im Prinzip darauf lenken, dass wir Buttons haben, um Cookies zu akzeptieren? Ja, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich lasse es mal im Raum stehen und nehme mal die nächste Frage. Gefragt wird im digitalen Raum, dann nehmen wir vielleicht noch eine letzte. Ich klaue jetzt noch eine Minute von der Podiumsdiskussion. Transformer-Modelle sind ja eher datenzentriert als modellzentriert. Ist nicht aktuell statt des Prompt Engineering eigentlich das Thema Data Curation und wichtiger das Füttern der AI und eventuell sogar das Feedback durch Menschen? Ja. Ja. Na klar. Also das ist ja dieses Reinforcement Learning von Human Feedback und Feintuning. Das hat ja damals auch mit Palm angefangen, wo man gezeigt hat, dass man das Modell schon mit ganz, ganz wenig kuratierten Beispielen signifikant verändern kann. Und das ist bei uns, also aus unserer Perspektive ist das natürlich gerade eine Sache, die wir dann mit dem Kunden gemeinsam machen. Weil natürlich ein Unternehmen einen ganz anderen Anwendungsfall hat und sagt, also dass zum Beispiel ChatGPT entschuldigt sich ja bei jedem zweiten Satz.
Stimmt, ja, in deinen Beispielen auch. Ja. Gut, aber gehen wir jetzt noch ein kurzer Blick in die Kristallkugel, auch wenn es vielleicht in dieser Veränderungsgeschwindigkeit absurd ist. Mhm. Letzte Frage, wenn ihr euch nicht noch meldet. Wir haben ja die ganze Zeit das Thema Biases, ja immer und ja, wir müssen das korrigieren, da sind falsche Fakten drin und so weiter. Siehst du aber eine Welt schon auf uns zukommen, wo die KI so weit kontrolliert, dass wir diese Probleme schon viel stärker minimieren im Sinne deiner Loss-Entwicklung, dass das eigentlich immer kleiner wird und was, ich will da nicht sagen, was bleibt dann noch von unserem Verständnis von Kreativität und menschlichem Zutun? Boah, ist eine Mordsfrage, ey, und das ist in der kleine kurzen Antwort. Zeit, gell? Wir machen das Thema nur auf, wir haben gleich eine Podiumsdiskussion. Also natürlich werden die Modelle besser, was Fakten angeht. Sind sie ja schon geworden, wird immer besser werden. Wir brauchen aber für die kritischen Anwendungsfälle, wo wir echt Verantwortung übernehmen müssen, brauchen wir mehr als nur irgendeine Aussage mit der Hoffnung, wird schon stimmen. Da brauchen wir eben diesen Kontext. Und zwar eben nicht nur eine Quelle, sondern sogar vielleicht 3 bestätigende, 1 widersprechende Quelle. Oft sind die Antworten auf die wirklich entscheidenden Fragen, die sind gar nicht so einfach. Die entscheidende Frage für einen Mediziner ist ja nicht, wann wurden die Spice Girls gegründet? Und dann habe ich entweder eine richtige Antwort oder eine falsche Antwort. Ja. Das heißt, da müssen wir noch viel machen. Mhm. Das ist ja unser Fokus, weil wir eben genau auf diese Industrien gehen. Also die Art, wie wir diese Modelle in komplexen Szenarien customizen, spezialisieren können, so dass sie für die jenseits der Hausaufgaben schreiben, wirklich vertrauensvolle Technologie sein können, da wird noch viel passieren. Ja, da haben wir jetzt einen ersten Schritt gemacht, aber da wird auch noch sicherlich auch von Microsoft irgendwann nochmal was kommen. Ja, wahrscheinlich. Okay, Jonas, good to have you. Man hört die knisternde Aufmerksamkeit im Raum. 1000 Dank. Mehr zu Risiken. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also ich habe jetzt ein Problem, das müssen wir irgendwie... wirklich ein letztes... Gibt es noch was über Risiken? Einfach Stichwörter. Wir können sie jetzt nicht diskutieren, wir haben ein Podium, das wartet. Also Risiken werden... Nur Stichwörter. Risiken werden manchmal überbewertet. Wie groß ist das Risiko, wenn eine KI ein böses Wort sagt? Das echte Risiko ist, dass wir keine Hand mehr am Steuer haben. Dass wir in einer Zukunft leben werden, in der alle Informationen, die ganze Wahrnehmung, die Welt, in der wir, unsere Kinder, in der sie aufwachsen, gestaltet wird von Kräften mit Interessen außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Wo dann vielleicht Werbeinteressen oder irgendwelche ideologischen Interessen, weil man halt irgendwo, dass das am Schluss unsere Welt prägt. Und das ist eine ganz unmittelbare Gefahr für unsere Werte, für unser System. Das ist für mich eine viel größere Gefahr, als wenn die KI mich irgendwie, weiß ich nicht, ein böses Wort nennt oder so. Ja. Okay, jetzt wird es mich jucken, in den Diskurs einzusteigen und hier zu widersprechen, aber das tue ich jetzt nicht. Jonas, Knaller, dass du da bist und dass du hoffentlich heute noch ein bisschen da bist, auch für die informellen 5 Minuten zwischendurch. Alles klar, dann widersprichst du mir nachher. Vielen Dank. Vielen Dank, Jonas. Tausend Dank. Ciao.